Es ist uns ein Anliegen, mit dieser Tagung unseren Blick eben global um die Erde mal zu richten, um in andere Länder zu gucken und dort die Demokratieentwicklung zu betrachten. Deswegen globale Demokratie, Traum oder Trauma. Und so gesehen kann man sagen, Power to the People, das ist ein Ruf, der, ich bin überzeugt, und nicht nur überzeugt, ich sehe es auch täglich in meiner Arbeit, in meinem Mitverfolgen, in den Diskussionen mit ganz vielen, er ist ständig stärker, er wird stärker und die Rückschläge, die es gibt, die Kämpfe, die es gibt, die machen diesen Ruf nur deutlicher und klarer, weil natürlich diese Idee auch, People auch als eben nicht nur einfach als eine Art von Masse zu verstehen, sondern eben auch als Individuen, die Rechte haben, die Möglichkeiten haben, die aber auch fähig sind, mitzutun. Und natürlich bildet hier das Internet und die Kommunikationsmöglichkeiten und die globalen Fragen, die wir heute haben, eine sehr starke Ebene. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr ins Auto gestiegen und war so in einer Stimmung, in der ich noch in Erinnerung schwelgen wollte. Leider ist mir das dann ziemlich schnell vergangen, als ich das Radio eingeschaltet habe und hören musste, dass es gestern, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, einen schrecklichen Terroranschlag gegeben hat in Tunesien, bei dem ja, geschätzt momentan nach Angaben der Behörden 39 Menschen ums Leben gekommen sind. Laut der deutschen Medien wohl der schwerste Terroranschlag in Tunesien. Und da ist mir das Schwelgen natürlich sofort vergangen. Und Sie können mir glauben, ich habe den Rest der Fahrt darauf verwendet, ja, mir zu überlegen, was sage ich Ihnen jetzt, wenn ich hier stehe und dieses Podium anmoderieren soll. Mir ist in den Sinn gekommen, ja, wie ich vor etwa anderthalb Monaten meine Kollegen und Kolleginnen von Democracy International nach Tunesien verabschiedet habe und wie ich erlebt habe, dass diese latente Angst einfach da war. Dass es auch nicht nur wie hier um die Organisation von Referenten, von Unterkünften, von Essen ging, ja, sondern auch plötzlich mal um Sicherheitskonzepte, um die Frage, welche Leute lassen wir rein, um die Frage, wer beschützt uns eigentlich, wenn wirklich was passiert. Und ich erinnere mich sehr genau, und mir ist das so deutlich geworden, weil es ja für mich, der relativ viel in Deutschland unterwegs ist, bei relativ vielen Gelegenheiten vor Podium spricht zu politischen Themen, etwas völlig Selbstverständliches ist, dass ich das gefahrlos tun kann. Mir ist es in dem Moment nochmal so bewusst geworden, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und mir ist bewusst geworden, ja, ich habe ein Stück weit Sorge um meine Kollegen, vielleicht sogar ein Stück weit Angst um meine Kolleginnen und Kollegen und hoffe sehr und habe sehr gehofft, dass sie gesund wiederkommen. Gott sei Dank ist alles gut gegangen damals. Durch den Terroranschlag gestern und die Veranstaltung heute rückt dieses Thema erneut an uns heran. Ich glaube, es gibt trotzdem keinen besseren Tag, um sich heute Gedanken über die Hoffnungsschimmer zu machen, die es für Tunesien und den ganzen Maghreb gibt. Ich möchte euch und Sie trotzdem bitten, dass wir uns zu Beginn des heutigen Tages einmal kurz erheben und einen Moment innehalten und schweigen und uns an die erinnern, die dort gestern ums Leben gekommen sind. Das Zweite ist, dass die Löhne bei etwa gut 200 Euro liegen, in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten nur geringfügig niedriger sind als bei uns, dann von 200 Euro eine Familie ernähren zu müssen, eine Wohnung zu bezahlen, Kindern Ausbildung zu geben, das ist eigentlich kaum möglich. Und genau in dieser Situation, in diesen Zusammenhängen begründete sich eigentlich auch die tunesische Revolution jenseits der Diktatur, jenseits der kleptokratischen Herrschaft. Der zentrale Slogan der Revolution oder der Revolte war Würde. Wir wollen Würde. Und zu Würde gehört eben nicht nur, was hier dann in den Medien gehandelt wird, Menschenrechte und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, sondern zu Würde gehört auch ein menschenwürdiges Leben, ein Dach über dem Kopf, ein Haus, in dem man wohnen kann, ein Einkommen, das es ermöglicht, den Kindern einen bestimmten Bildungsstandard zu vermitteln. Das sind eigentlich die harten materiellen Kerne dessen, was man Würde nennt. When you think about the year 2025, what's the realistic vision for Tunisia?
Let's dream about a Tunisia where political parties are challenging one another on the real questions that are needed to be tackled, and not accusing one another of the whole problems that we have inherited. Let's also hope that Tunisian people are not divided anymore and accept each other and one another, and learn that we are diverse but need to live in peace and acceptance of our differences. Let's hope also that the future generations have the right for education free and fair, that have a right for the healthcare system where inequalities are reduced, decent job and decent housing are present for those who need it the most. These are what we hope for Tunisia, where we are safe and prosperous in living all together. Okay, thank you very much. I wish you, and we wish you, a lot of luck and success. Thank you. Aber genau auch zum Recht auf vorherige Konsultation hat es den großen Konflikt gegeben im Bagua 2009. Da sind insgesamt 33 Leute gestorben. Und das war ein Konflikt, der vorher schon 2 Jahre lang verhandelt wurde, wo es keine richtigen Ergebnisse gegeben hat. Und der Konflikt hat deswegen begonnen, weil der damalige Präsident Alan Garcia aus Peru 100 Gesetzesdekrete im Alleingang erlassen hat, also eben auch ohne Konsultation, ohne Mitbestimmung, wo viele davon indigene Rechte ganz stark eingeschränkt haben, also vor allem Rechte auf Land und Ressourcen. Also es war damals im Zuge auch vom Freihandelsabkommen mit den USA, wo er versucht hat, das irgendwie möglichst schnell dann umzusetzen. Und also dagegen haben sich dann indigene Organisationen, unterstützt von Menschenrechtsorganisationen, gewehrt. Haben dagegen protestiert, also auch zum Beispiel die Ombudsstelle von Peru war sehr aktiv, hat gefordert, dass die Dekrete zurückgenommen werden. Das ist nicht passiert und 2009 ist dann der Konflikt eben eskaliert. Und danach hat dann die Regierung Dialogräume aufgemacht, um ein neues Gesetz für vorherige Konsultation zu schreiben. Das ist dann auch geschrieben worden, eine relativ schwache Version davon ist dann durchgegangen. Der Präsident damals hat dann das Veto eingelegt, also man sieht, es ist sehr umstritten. Und erst unter dem neuen Präsidenten Ollanta Humala ist das dann verabschiedet worden 2011. You are originally from Argentina. You told me you have been living in Germany for a long time. Mm-hmm. You are an academic researcher. In your point of view, how can German NGOs help and reach out to Latin America? Or what could Democracy International do? I think Democracy International is already very much involved, I think, and many other NGOs are present, and even the German political parties have representation in many of the countries with their foundations. Mm-hmm. So I think Germany is very much involved, and it's very much acknowledge very much where the problems are and where the where we could find solutions. So what I wish more is, I don't know, just keep on doing like that. And if there are more NGOs that are interested in looking at the region, this is welcome, always welcome. So just do your work and look at the region. Every year happen different things and new problems arise, so we have to keep on watching and see where the limits and where the possibilities are, and the presence is very important. Okay, great. Dann sehen Sie ein Land, das war mal sehr demokratisch und gilt heute nicht mehr als konsolidierte Demokratie, das ist Ungarn. Also dort sehen wir eine signifikante Verschlechterung der Demokratiequalität in den letzten Jahren. Und dann sehen wir 2 Länder, dort war die Demokratie nie besonders gut, hat sich auch nicht groß verschlechtert. Das sind Bulgarien und Rumänien. Und an diesem Bild wird noch etwas ersichtlich. Wenn wir die Zeitreihe weiter zurückführen würden, erleben wir am Anfang bis 2004 in den meisten Ländern einen Anstieg der Demokratiequalität.
hier geht er ja bis 2007 und beziehungsweise 2008. Ja, was ist geschehen? Die Länder sind der EU beigetreten. Und man geht doch davon aus, die EU sei ein Club von Demokratien und dort sollte es eigentlich nicht schlecht bestellt sein um Demokratie. Und was wir sehen, bis zum EU-Beitritt verbessert sich die Demokratiequalität. Sobald man in der EU wieder, dann fängt es an zu stagnieren, wird nicht besser. Also das zeigt, Konditionalität funktioniert. Also solange man in den Club eintreten will, macht man die Reformen. Dort hat die EU auch Softpower. Sobald man in der EU ist, ist man am gleichen Tisch, man kämpft um einen Anteil am Kuchen, aber die Reformen werden nicht mehr weitergeführt. Und der letzte Punkt ist, wenn wir das auf der institutionellen Ebene nicht so schnell schaffen, weil das ist zwar aus meiner Sicht ein schlüssiges und kohärentes Narrativ, so müsste es die EU angehen, auch mit dem eigenen Binnenmarkt, dann könnte sie in einer sehr viel weniger ehrgeizigen Stufe das auf der Ebene der Unternehmen machen. Und das wäre die Gemeinwohlökonomie. Wir setzen einfach den Artikel 14 des Grundgesetzes um. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ist doch großartig. Ist irgendjemand dagegen? Es gibt wahrscheinlich kaum einen konsensualeren Grundartikel. Und ich sage nur, da fehlt aber was. Ne? Weil wie stellen wir das fest? Und wie stellen wir das sicher? Und wie sanktionieren wir das, wenn es die einen mit Bravour leisten und die anderen überhaupt nicht? Wie differenzieren wir? Durch eine Gemeinwohlbilanz. Und die Gemeinwohlbilanz ist bei 250 Unternehmen finale Realität, haben sie bereits erstellt bis zur letzten Stufe. Sie messen einfach, wie sie demokratische Grundwerte leben gegenüber allen Stakeholdern. Das Ergebnis wird in Punkten gemessen und farblich differenziert. Und dann kann man das nicht nur auf den Produkten kenntlich machen, sondern man kann dann den fairsten Freihandel gewähren. Und je schlechter das Gemeinwohlbilanzergebnis ist, desto mehr den Market Access, ist das Zauberwort, den Marktzugang erschweren. Also alle wünschen Market Access, ja dann beweist es mal, dass ihr den verdient. Und wenn ihr es bewiesen habt, dann kriegt ihr freien Marktzugang. Aber wenn ihr es nicht beweisen könnt, weil eure Gemeinwohlbilanz orange oder rot oder sehr schlecht ist, ja dann müsst ihr einfach, um die Fairen zu schützen, müsst ihr dann eben einen entsprechenden Zollaufschlag zahlen. Und Zusammenfassung ist, dass die EU eine Doppelstrategie wählen könnte. Sie beginnt bei sich selbst mit dem EU-Binnenmarkt, der wird zum ethischen Binnenmarkt. Die sagt, egal ob in- oder ausländische Unternehmen, alle müssen eine Gemeinwohlbilanz vorweisen. Und die eben ein schlechtes Ergebnis haben, müssen einen entsprechenden Zugangsaufschlag bezahlen. Man kann das als Außenhandelsinstrument verwenden, man kann das intern über Steuern, über öffentliche Aufträge, über differenzierte Kreditkonditionen genauso steuern. Und gleichzeitig bemüht er sich um so ein Handelsabkommen in der UNO. Und ab einer Mindestgröße von 20, 30 oder 40 ratifizierenden Staaten tritt das in Kraft. Und dann werden alle anderen vor die Alternative gesetzt. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns frei zu handeln, aber dann müsst ihr das und das und das und das ratifizieren und auch sanktionierbar machen. Ganz genau so wie heute, wie wir jetzt die ganze Zeit über diese Sonderklagerechte für Konzerne diskutieren, würde ich viel, viel dringender und lieber über die Sanktionierbarkeit, Durchsetzbarkeit und Sanktionierbarkeit der Menschenrechte, der Arbeitsrechte, der sozialen Sicherheit, der Verteilungsgerechtigkeit, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes, der Steuergerechtigkeit diskutieren. Zuerst ist wichtiger. Und das könnte die EU machen. Wir haben ja diese Initiative gestartet, Starke Kommunen, die auch mittlerweile auf der Homepage von Mehr Demokratie im Internet zu finden ist. Wir arbeiten zurzeit darin, ein bundesweites Bündnis zu entwickeln für die Stärkung der Kommunen. Also sozusagen die Demokratie vom Kopf auf die Füße zu stellen und nach unten zu brechen. Die Europäische Union ist undemokratisch gestaltet. Und wenn ich in linken Kreisen, ich bin auch bei ATTAC zum Beispiel aktiv, sage, Europa muss ein einheitlicher Staat werden. Es muss eine demokratisch gewählte Regierung haben. Es muss eine demokratisch... Das Parlament muss mehr Befugnisse haben und so weiter. Dann komme ich genau zu diesem Punkt, dass ganz viele Vorbehalte existieren, die sagen, ja, dann kriege ich ja das mächtige Europa, das sozusagen noch anonymer die Politik macht, noch weiter entfernt von den Menschen und so weiter. Und daraus habe ich die zentrale These entwickelt, dass ich sage, wir werden nur weiterkommen mit dem europäischen Integrationsprozess, mit der europäischen Demokratisierung,
mit der Wahl einer europäischen Regierung, also statt der Kommission eine europäische Regierung zu haben, dass ich den Europäischen Rat, der nicht gewählt ist, sondern von den Ländern besetzt wird, dass der nicht mehr das zentrale Gesetzgebungsorgan ist, sondern das Gesetzgebungsorgan das Parlament wird. Wir werden mit diesem Prozess nur weiterkommen, wenn wir ihn verbinden mit einer ganz starken Dezentralisierung in Europa, mit der Stärkung der Subsidiarität, mit der Verlagerung von Kompetenzen nach unten. Nur wenn wir wirklich Europa auf das beschränken, was notwendig ist, werden wir da weiterkommen. Und an der Stelle sitzen wir hier sozusagen im Zentrum der Geschichte, weil kein überstaatliches politisches Modell ist so weit entwickelt und so differenziert wie die Europäische Union. Sie ist die Blaupause für alle Versuche, irgendwo auf der Welt sozusagen zwischen Staaten stärker zusammenzuarbeiten. Und in dem Maße, in dem es uns gelingt, sozusagen dieses Modell wirklich transparent, demokratisch von unten nach oben zu gestalten, glaube ich, entwickeln wir etwas, was nicht nur für uns, sondern was über uns hinaus von globaler, von epochaler Bedeutung ist. In dem Maße, wie wir sozusagen das nicht schaffen, glaube ich, werden wir mehr und mehr diese Entwicklung sehen, die ich jetzt genannt habe, wo also auch wichtige, große Politiker, Manager und so weiter heute mit leuchtenden Augen nach China gucken und sagen, wieso geht da alles so einfach und so schnell, ja? Und wieso ist es in Deutschland immer so kompliziert, können wir nicht die Verfahren anders aufsetzen. Ja? Das steht ja im Hintergrund vieler Geschichten, nicht zuletzt auch im Hintergrund bestimmter Verhandlungskapitel bei TTIP.